Jesus sagt: Kommt zu mir, meine Verlorenen und Einsamen. Lasst das alte Gepäck los. 15. Juli 2015. Worte von Jesus durch Schwester Claire. Gesprochen von Jackie. Jesus begann: Ich werde jenen, die mich lieben, nichts Gutes vorenthalten, entsprechend meiner Absicht für ihr Leben. Ich habe niemanden im Stich gelassen. Die Menschen lassen mich im Stich. Sie vertrauen mir nicht, wenn ihre Gebete nicht so erhört werden, wie sie es für richtig halten. Das führt dazu, dass so viele von mir abfallen. Sie haben keine Vorstellung davon, wie sehr ich sie liebe oder wie unendlich meine Weisheit ist. Stattdessen geben sie mir die Schuld für die Dinge, die in ihrem Leben schieflaufen. Obwohl der Übeltäter Satan ist. Sie kommen zu mir und beten, dass die Dinge anders werden. Aber ich kann ihnen nicht so antworten, wie sie es wollen. Denn ich sehe den Weg, der vor ihnen liegt. Und ich kenne den Weg, den sie beschreiten müssen. Von Zeit zu Zeit trefft ihr auf Atheisten, die von Scheinchristen oder von Christen, die noch nicht vollkommen sind, vergrämt wurden. Doch wenn Atheisten sich schlecht benehmen, bleibt es unbemerkt. Ich wünschte, sie würden bei ihren atheistischen Brüdern und Schwestern den gleichen Maßstab anwenden, den sie bei meinen Kindern anwenden. Ich wünschte, ich könnte ihnen sagen: Meine Kinder sind genauso unvollkommen wie ihr, aber ihnen ist vergeben. Und viele versuchen, sich mit meiner Hilfe zu ändern. Ihr seht das Verborgene im Leben eines Christen nicht. Ihr seht nicht, wie sie waren, bevor ich sie erreichen konnte. Ich denke jetzt über mich selbst nachher. Das ist nicht gut, überhaupt nicht gut. Ich war egoistisch, stolz, tief eingetaucht in den Materialismus und ich wollte andere beeindrucken. Ich war nicht in der Lage, tiefe Freundschaften aufzubauen oder Liebe zu geben oder anzunehmen. Aber etwas in mir veränderte sich, als der Herr sich meiner angenommen hat. Er brauchte Jahre, um mich zu verändern. Ich bin nicht vollkommen und ich habe immer noch Probleme mit all diesen Dingen, aber es ist nichts im Vergleich zu meinem vorherigen Leben. Die Liebe kam in dein Leben. Die Art von Liebe, von der du immer geträumt hattest. Ein heiliger, liebevoller Gefährte. Ich kam und offenbarte dir, wer ich wirklich bin und wer du für mich bist. So besonders, so ganz besonders. Du hattest nie jemanden, der dich so behandelte. Du wurdest von anderen nie verstanden. Du hast dich in deinem Leben nie sicher gefühlt, bis ich in dein Herz kam. Du wusstest ohne Zweifel, dass ich Gott bin und doch nichts Besseres zu tun habe, als mit dir herumzuhängen, dich zu führen, dich zu beschützen und dir Dinge über mein Königreich zu vermitteln. Deine Erfahrungen in der Kirche waren nicht besser als deine anderen Erfahrungen. Du wurdest dort genauso wenig akzeptiert wie in der nichtchristlichen Gemeinschaft. Aber eines hattest du, eine persönliche Beziehung zu mir. Du hast den Saum meines Gewandes berührt, Tag für Tag, und dadurch hast du die schlimmen Dinge überstanden, die dir sogar in der Kirche passiert sind. Wie du siehst, haben Religion und Gott keine Ähnlichkeit miteinander. Die Religion ist ein System, das von den Menschen geschaffen wurde, um Gott näher zu kommen. Ich hingegen umarme euch ohne Regeln und Vorschriften, sogar ohne die Kenntnis meines Namens. Es gibt diejenigen, die mich in ihrem Herzen und in ihrem Geist kennen und allem folgen, worum ich sie bitte. Dann eines Tages, wenn die Zeit reif ist, offenbare ich mich ihnen.
Doch es gibt andere, die in ihrem Leben so grob behandelt wurden, dass sie keine Hoffnung auf Liebe oder Akzeptanz haben. Ich muss sie mit meiner Liebe überraschen. Ich muss sie in einem Moment ergreifen, wo sie es am wenigsten erwarten, und sie mit meiner tiefen, bedingungslosen Liebe überschütten. Es gibt viele, die mich für alles Schlechte in ihrem Leben verantwortlich machen, weil sie ihre Sünde nicht aufgeben wollen. Irgendwo in ihrem Herzen hören sie meine Stimme, aber die Welt und ihre Verlockungen überwältigen sie und sie ignorieren mich, bis es zu spät ist. Ich rufe und warte immer und ich bin immer bei ihnen, um Heilung in ihr Leben zu bringen. Aber sie müssen zumindest bereit sein, die Sünde aufzugeben und meine Liebe anzunehmen. Die Vergnügungen des Fleisches rufen viel lauter als ich. Deshalb muss ich warten, bis das Fleisch alt und schwach ist. Aber selbst dann gibt es keine Garantie, dass die Verbitterung, an der sie festhalten, ihnen erlaubt, mich zu hören. Deshalb lasse ich sie in Alters- und Pflegeheimen schmachten, bis ich sie erreichen und nach Hause bringen kann. Oh, wie traurig es ist, wenn eine Seele die Tür zu meiner Liebe verschlossen hat und nichts in dieser Welt hat, wo sie sich hinwenden kann. Allein, verlassen, oft durch eigene Schuld, sind sie so sehr von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt, dass es keinen Raum für Reue gibt. Alles ist die Schuld der anderen. Sie waren die unschuldigen Opfer und Gott ist an allem schuld. Claire, ich möchte, dass du die Unsympathischen liebst. Scheue keine Mühe für diejenigen, die mich abgelehnt haben. Sei meine Hände, meine Füße, mein Mund und meine Ohren. Wenigstens in jenem letzten Moment kann ich mit ihnen reden. Ich kann sie an deine Freundlichkeit erinnern, auch wenn sie sie nicht verdient haben. Das ist oft der letzte Strohhalm für ihren Widerstand und sie brechen. Eine Flut von Tränen, ein tiefes Wissen um ihre Sünden und ein noch größeres Wissen darüber, wie besonders sie für mich sind. So besonders, dass ich Torturen ertrug, um sie für immer mit mir in den Himmel zu bringen. Ich schätze sie, ich liebe sie und ich umarme sie und lasse sie nie wieder los. Dies sind die Tage, wo viele Seelen auf diese Weise errettet werden. Das ist es, warum ich laufend ermahne, die Unsympathischen zu lieben. Sie sind die Ärmsten von allen und auch jene, die im Wohlstand leben. Herr, du wirst für all die schrecklichen Dinge verantwortlich gemacht, die den Israeliten befohlen wurden zu tun. Nur wenige scheinen sich dafür zu interessieren, warum du getan hast, was du getan hast, als du den Armeen befohlen hast, Männer, Frauen und Kinder zu töten und eine Stadt völlig auszulöschen. Die Menschen verstehen das nicht und deshalb halten sie dich für zu hart, ja, für einen schrecklichen Gott. Sie hörten die schrecklichen, herzzerreißenden Schreie der Säuglinge nicht, wenn sie in glühende Metallschalen gelegt und dem Moloch geopfert wurden. Sie sahen nicht die Perversion der Menschen mit den Tieren, nicht einmal die Tiere konnten ihrer Bosheit entkommen. Sie sahen nicht die Paarungsrituale mit Dämonen, die sie mit bösen und dämonischen Kräften befruchteten. Im Laufe der Jahrhunderte wurde kaum verstanden, warum mein Volk alles Lebendige vernichten musste. Meinem Wort mangelt es jedoch nicht an Erklärungen. Ich mache deutlich, dass die Schlechtigkeit nicht zu beheben war.
Und nun nähert ihr euch den Tagen Noahs, ja, wie es in den Tagen Noahs war. Ja, jede Perversion und Schlechtigkeit wird per Gesetz erlaubt sein. Das Liebkosen kleiner Kinder, Sex mit Tieren, Männer mit Männern und Frauen mit Frauen. All das wird kommen, so sicher wie ich bin. Es ist schon da, aber noch wird es gemieden. Nicht für lange. Die bereits unterzeichneten und in Arbeit befindlichen Gesetze werden jede verabscheuungswürdige Praxis noch legaler machen als Pornografie. Es wird keine Altersbeschränkung mehr geben. Jeder kann kommen und es selbst ausprobieren. Schließlich bringt es Vergnügen. Und Vergnügen ist euer Recht und eure Freiheit. Ich rufe euch zu, meine Kinder, meine Verirrten. Gebt eure Einsamkeit auf. Verlasst die Lügen, die Dunkelheit und die Verwirrung. Kommt, kommt zu mir, alle, die müde und schwer beladen sind. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seele und bedingungslose Liebe für euer Herz. Ich werde euch niemals abweisen. Ich werde euch niemals verlassen. Vielmehr soll euer Leben heller und heller werden, während ihr von Herrlichkeit zu Herrlichkeit geht. Ich bin nicht wie ein Mensch, der lügt. Ich habe Gutes für euch auf Lager, nicht Böses. Ich habe Gaben und Talente für euch, Dinge, die ihr schon immer tun wolltet. Wer hat wohl jene Sehnsucht in euch hineingelegt? Jetzt möchte ich Erfüllung und Glück in euer Leben bringen. Eure Sünden haben euch nur Kummer und Enttäuschungen bereitet. Es ist Zeit, etwas zu ändern. Es ist Zeit, all den alten Ballast loszulassen und neu anzufangen. Frisch, neu geboren. Ich rufe euch zu, meine Verlorenen. Kommt zu mir. Ich werde euch umarmen und euch mit Liedern der Freude und Danksagung umfangen, dass ihr in den Schoß zurückgekehrt seid, der euch geboren hat. Ja, ich werde euch mit feinen Leinen bekleiden und euch einen Ring an den Finger stecken, Sandalen an eure Füße, und wir werden von nun an gemeinsam wandeln. Sagt mir einfach, dass ihr es leid seid, verletzt zu werden und genug habt, andere zu verletzen. Dass euch die sündigen Dinge leid tun, die ihr getan habt. Bittet mich um Vergebung, dann übergebt mir euer Leben. Ich werde euch hegen und pflegen. Ich werde euch führen und leiten. Ich werde euch niemals aufgeben. Ich werde euch in die ewige Freude, ja in das Königreich meines Vaters im Himmel führen. Sag dies von Herzen. Jesus, vergib mir. Ich gebe dir mein Leben. Lehre mich, führe mich und verlasse mich nie mehr.